Servus Leute. Da mir die letzte Tabakbesprechung doch unheimlich Spaß gemacht hat und ich sehr positives Feedback bekommen habe, werde ich mich jetzt mal um meine anderen Tabake noch kümmern. Das heißt, heute geht es mal weiter mit meinen anderen Amerikanern. Wie angekündigt, werde ich heute ein paar Worte verlieren über Cornell and Deal. Und bevor wir jetzt hier großartig noch irgendwie weiterschwatzen oder ich weiterschwatze, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Und gehen gleich zum ersten und einzigen Aromaten, den ich mir bestellt habe von Cornell and Deal. Und zwar haben wir hier den Cornell and Deal Autumn Evening. Und ich habe irgendwann mal in einem Video von Cornell and Deal gehört, dass das einer der wenigen Tabake sein soll, der wohl am aufwendigsten hergestellt wird. Der Geruch kommt schon bis hierher. Das ist so eine süß karamellige Note, würde ich mal sagen. Ihr seht schon, das ist sehr, sehr loser Tabak. Also der ist, Moment, ich muss mal die andere Hand nehmen. Das seht ihr, der ist sehr fein geschnitten, finde ich jedenfalls. Ja, probiert, als nicht schlecht empfunden, aber ganz ehrlich, nichts Besonderes. Der ist sehr lecker, der ist wirklich sehr lecker. Kurioserweise erinnert er mich so ein ganz klein wenig an den Rum and Maple. Ein ganz klein wenig. Das heißt nicht, dass er genauso ist. Ich finde den schon eine Ecke besser. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, muss man nicht unbedingt haben. Ist interessant, mit Sicherheit auch für Anfänger. Da, wie gesagt, sehr klein geschnitten und sehr einfach zu packen. Also wenn ihr euch die Pfeife stopft, das ist mal absolut gar kein Problem. Und war für mich jetzt auch nicht sonderlich stark. Das Aroma hat er ganz gut gehalten bis zum Ende hin. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Aber wie gesagt, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich hatte es im letzten Video schon gezeigt, die Aromaten von J.M. Boswell. Da würde ich doch eher in die Richtung gehen. Also die wissen wirklich, was sie machen, wenn es um Aromaten geht. Hier scheint ein richtig guter Grundtabak drin zu sein, wie bei Cornell & Deal üblich. Aber wie gesagt, nichts Besonderes. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Das heißt einfach nur, man kann es mal probiert haben, muss es aber nicht unbedingt. So. Ich habe jetzt hier oben, nicht nur weil es schön aussieht, nur mal kurz so nebenbei, ja, noch eine Dose von GLPs stehen. Den Gaslight, der ist leider noch zu. Da warte ich mal auf einen besonderen Moment. Der soll ja auch richtig gut sein. Ich habe ihn einfach mal hier hingestellt, einfach als Blickfang. Und wenn mich nicht alles täuscht, lässt Greg Peace auch bei Cornell Deal fertigen, herstellen, herstellen. Ja, mischen. So, womit machen wir weiter? Kommen wir gleich mal zu einer sehr angenehmen Überraschung. Cornell Deal Pirate Cake. Latakia, 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 Latakia. Aber, also erstmal in so einem Crumble Cake, also so einem Bröckelkuchen. Weiß nicht, ob das die korrekte Übersetzung ist. Ja, der Geruch steigt mir schon bis hier in die Nase. Das ist ein Latakia-Granatentabak. Als erstes. Ich bin ein absoluter Fan von diesem Crumble Cake geworden. Der Crumble Cake, das lässt sich so einfach da abbrechen, ausbröseln. Dann kann man sich dann so kleine, ihr seht das schon hier, da habe ich noch die Reste drin. Kann man sich ganz einfach eine Pfeife stopfen. Und das Schöne ist, der Tabak hält die Feuchte. Weil ja nicht, die Oberfläche ist ja wesentlich kleiner aufgrund der Kompaktheit. Wirklich absoluter Fan. Finde ich genial, das Zeug. Ihr braucht nichts schneiden oder sonst was. Ihr bröselt euch einfach was. Das hat auch was Schönes Haptisches natürlich. Bröselt euch da was ab, macht euch die Pfeife voll. Der schmeckt wahnsinnig gut, finde ich jedenfalls. Eine sehr, sehr gute Latakia-Mischung und wie ich auch finde, eine sehr milde. Also nicht falsch verstehen, der hat wieder sehr viel Aroma. Da habt ihr schon ordentlich was dran. Aber der war nie scharf auf der Zunge, der hat nie gebrannt, man hat kein Kratzen im Hals oder sonst irgendwas. Also nicht falsch verstehen, ich habe mal ab und zu ein Kratzen im Hals oder ein Drücken im Hals. Das heißt aber nicht, dass ich meinen Tabak inhaliere. Also natürlich wird Pfeife nur gepafft.
Sehr lecker, kann man durchaus mal probieren. Also Cornel and Deal Pirate Cake wäre von mir jetzt heute hier die erste Empfehlung. Alles, was ich jetzt zeige, kommt auch wieder in diesem Balk, in dieser Balkform, also nicht in der Dose, sondern einzeln. Ja, das ist dank unserer Freunde vom Zoll so, also ziemlich mit der teuerste Tabak, den ich jetzt in der Bar stehen habe. Wenn der am Balk kommt und ihr habt das Glück, dass der durchgewunken wird, kann sein, muss aber nicht, sind die sehr günstig. Ich habe diese, wenn mich nicht alles täuscht, bestellt bei Four Noggins, fournoggins.com. So, kommen wir zum nächsten. Kommen wir zu zwei nächsten. Vielleicht wird diesmal das Video ja etwas kürzer. Cornel and Deal Billy Butt, Cornel and Deal Habana Daydream. Optisch unterschiedlich, leicht unterschiedlich. Gemeinsamkeit: beide haben Zigarrenblatt, also enthalten Zigarrenblatt. Mach sie mal auf. Der Habana Daydream ist ein bisschen heller. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein höherer Anteil an Virginia ist. Wenn ich hier auf Einzelheiten verzichte, schaut einfach mal bei tobaccoreviews.com vorbei und sucht nach den Tabaken. Ihr werdet am Anfang wahrscheinlich erstmal erschlagen sein von dieser Fülle an Informationen, die man da bekommt auf dieser Seite. Aber das macht auch wirklich Spaß, sich da mal durchzuklicken und da mal diese einzelnen Sachen zu lesen. Also lasst euch nicht erschlagen von den riesigen Sachen, von dieser riesigen Menge, von dieser Fülle an Informationen. Geht einfach hin, sucht da mal auch irgendwas. Lest euch mal ein paar Rezensionen durch. Ich denke mal, die meisten Sachen versteht man, auch wenn man jetzt der englischen Sprache nicht unbedingt mächtig ist. Ja gut, man sollte schon Englisch können, ja. Wenigstens ein bruchstückhaft. Ich glaube, so ein bisschen wird man es schon verstehen. Sehr gute Seite und da kann man natürlich auch selber lesen. Ich meine, wenn da die Bestandteile stehen, ja, machen wir uns nichts vor. Da braucht keiner Englisch können. Weil was in Virginia ein Burley oder ein Perique ist, das ist auch im Amerikanischen ein Virginia, ein Burley, ein Perique. Ja, Klugscheißer-Alarm. Ja, enthalten beide. Und hier wurde genau das gleiche gekauft, 2014. Immer noch, naja, doch ein bisschen trockener ist er geworden. Nicht ganz so schlimm wie die Aromaten von J.M. Boswell. Ich habe beide probiert, habe mich auch sehr drauf gefreut. Muss aber sagen, im Endeffekt, ich werde sie einfach mal weiter probieren. Sagen wir es mal so, ich werde sie einfach mal weiter probieren. Ich möchte da jetzt noch kein finales Urteil fällen. Die sind sehr interessant. Die schmecken wirklich sehr gut. Schmecken wirklich sehr gut. Aber im Moment finde ich sie noch so ein bisschen nichtssagend. Und ich kann sie auch noch nicht wirklich auseinanderhalten. Vielleicht kommt das noch. Ich werde dann einfach mal eine Intensivzeit, Anführungszeichen, eine Intensivzeit mal hinter mich bringen, mal genießen und die mal wirklich quer rauchen. Und dann zueinander vergleichen aus diversen Größen. Einfach mal probieren, also diverse Brennkammergrößen, Pfeifengrößen und einfach mal sehen, was da im Endeffekt bei rumkommt. Wie gesagt, geschmeckt haben sie mir, die waren doch angenehm. Ich konnte jetzt auch nicht einen Zungenbrand feststellen oder sowas, muss aber dazu sagen, dass ich die schon sehr langsam geraucht habe, also da mich nicht wirklich beeilt habe. Ja, und genaueres werde ich dann nochmal dazu verlieren, denke ich mal, da ich jetzt auf den ersten Blick keine großartigen Unterschiede feststellen konnte. So, das zu den beiden, also Habana Daydream und Billy Budd. Jetzt kommen wir zu zwei Cornel and Deal Eckpfeilern, würde ich sie sogar nennen. Die beide miteinander verschwistert sind, sagt man das? Verbrüdert sind, verbrüdert sind. Haunted Bookshop und Old Joe Grants. Beide basieren auf einer Burley-Mischung. Der Old Joe Grants enthält etwas mehr Red Virginia. Laut tobaccoreviews.com: Der Haunted Bookshop war als erstes da, wurde von Bob Renowski, glaube ich, angemischt.
Und dann gab es eine Bitte von einem Freund von ihm, wo er sagt, er könnte vielleicht ein bisschen besser schmecken mit etwas mehr Red Virginia drin. Da hat er den Old Joe Kranz angemischt und Old Joe Kranz ist eine, wie soll ich sagen, eine, sagt man, Reminiszenz? Keine Ahnung. Also ein Hinweis, eine Wertschätzung seines Großvaters. Das war wohl der Old Joe Kranz. So, das heißt dementsprechend, wenn ich das richtig gelesen und gedeutet habe, ist der Haunted Bookshop der etwas burly-haftigere, der etwas stärkere, dachte ich. Und der Old Joe Kranz sollte die abgemilderte Version davon sein. Ich habe es genau andersrum festgestellt. Also der Old Joe Kranz, das waren übrigens auch die Tabake, das hatte ich im letzten Video erwähnt, da hatte ich mich mit Ralf mal auseinandergesetzt. Auseinandergesetzt klingt immer so bescheuert. Wir haben uns ein paar E-Mails hinterher geschrieben. Sehr freundschaftliche E-Mails. Ja? Also nicht auseinandergesetzt im Sinne von gestritten, sondern eher freundschaftlich diskutiert. Und ich habe den oder beide probiert und habe gesagt, die schmecken mir gar nicht. Was ist denn das nur? Das kann doch nicht wahr sein. Alle haben die so elendig lang gelobt und ich probiere die jetzt und die sind total bäh. Und sagt er ja, die sind basieren so ein bisschen auf diesen alten, altehrwürdigen Tabakmischungen, vielleicht nur falsch geraucht. Das heißt, das würde ich auch jedem anderen empfehlen, wenn ihr irgendwas habt, irgendeinen Tabak, der schmeckt euch nicht und ihr seid aber etwas davon überrascht, dass er euch nicht schmeckt. Oder wie kann man es noch sagen? Er ist euch vielleicht auch zu teuer, als dass ihr sagt, okay, den kann ich jetzt nicht einfach so entsorgen oder verschenken, irgendwie ist da jetzt was faul. Probiert den mal über einen längeren Zeitraum, probiert den mal in anderen Pfeifen, probiert den mal in anderen Pfeifengrößen, fahrt an anderen Pfeifenköpfen, probiert ihn vielleicht mal mit und ohne Filter. Ich kann dazu sagen, ich habe ohne Filter schon mehrfach probiert, nicht die waren mir doch ein bisschen heftig. Für mich ist es nix. Also ich bin absoluter Filterraucher. Bin ich wahrscheinlich versaut vom Anfang her. Ja, trotz alledem einfach mal probieren. Das kann durchaus sein, dass ihr über die Zeit hinweg dann erst den Geschmack entwickelt oder dass ihr dann sagt, ach verdammt, ich habe den immer zu heiß geraucht. Das ist übrigens bei denen passiert das ganz schnell. Raucht ihr die zu heiß, kratzen die, aber unheimlich. Also mir zumindest. Da gab es einen Zungenbrand sondergleichen. Aber um nochmal den Bogen zu spannen, ich habe festgestellt, dass der Haunted Bookshop für mich ein bisschen leichter schmeckt, oder nicht leichter, ich sag mal nicht ganz so derb, wie der Old Joe Kranz. Der Old Joe Kranz ist für mich der stärkere von beiden. Wie gesagt, eine Burley-Mischung, die es absolut in sich hat, auch eine Menge Vitamin N. Ich werde einfach mal aufmachen, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit erzähle und ihr euch langweilt. Schauen wir mal rein, machen mal einen direkten Vergleich. So, und man sieht eigentlich so großartig keine Unterschiede. Also ich jedenfalls nicht. Die sind auch wieder sehr fein geschnitten. Also ihr seht das schon, das sind hier sehr krümelige Tabake. Lassen sich natürlich dementsprechend leicht stopfen. Ich habe auch schon gelesen, dass viele sich beschwert haben, die Tabake von Cornell & Deal kämen zu trocken. Kann ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Die haben ja auch noch eine gute Feuchte. Zur Not werde ich vielleicht einfach noch mal einen Stein reintun. Und gut ist. Dann wird er noch ein bisschen nachgefeuchtet. Das ist nicht das Problem. Ja, also sehr vergleichbar im Aussehen, im Schnitt, der Zusammensetzung. Wie gesagt, sind ja auch beide nahezu identisch. Ja, für mich immer noch der Old Joe Kranz, die etwas stärkere Hausnummer. Der Haunted Bookshop, der etwas, naja, leichtere, sage ich mal vorsichtig. Wenn ihr aber erstmal dahinter gestiegen seid und habt die probiert, man kann fast von dem Zeug abhängig werden. Weil das, was ich hier geschmeckt habe in den beiden, eigentlich vorrangig in dem hier, den habe ich etwas lieber geraucht und da ja ein paar Pfeifenfüllungen mehr oder öfter. Das habe ich so in keinem anderen Tabak bis jetzt erlebt. Also diese Burley-Bomben, diese wirklich Burley-basierten Tabake, wo halt nur ein paar Beimengen dazugegeben werden, diese, tja, wie soll ich das sagen?
Ja, Burly Bomben trifft es eigentlich am besten. Das Nussige kommt ja auf alle Fälle rum. Das ist auch das, was ihr riecht. Dieses ganz zart schokoladige, aber wirklich ganz zart. Ich rede hier nicht davon, wenn ihr euch wie am letzten Mal diesen Chocolate Cream Aromaten holt. Das ist was ganz anderes. Das ist einfach so eine runde, riechende Sache. Habe ich so noch in keiner anderen deutschen Mischung erlebt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr interessant. Und wenn man sich dann erstmal daran gewöhnt hat, klingt jetzt wieder blöd, so nach dem Motto, man raucht was, was man eigentlich nicht rauchen möchte. Nee, das ist Quatsch. Der schmeckt schon sehr gut. Man greift öfter dazu, weil man einfach sagt, ja, das kenne ich schon, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Ach komm, raus den Haunted Bookshop mal wieder. Was ich bis jetzt noch nicht probiert habe, und zwar hatte der Matches 860. Ja, ich werde vielleicht mal unten den Link reinsetzen zu seinem Kanal. Hatte sich eine eigene Mischung genannt, hatte sich eine eigene Mischung angefertigt, hatte die dann Haunted Ghost Chip genannt, glaube ich. Ja, Haunted Ghost Chip. Der hatte den Pirate Cake mit dem Haunted Bookshop gemischt. Fand ich sehr interessant. Werde ich wahrscheinlich auch mal probieren. Weil ja der, wie gesagt, relativ mild ist und dem dann vielleicht so ein bisschen das Feuer nimmt, den Zunder nimmt. Was hier übrigens auch noch sehr interessant ist, ich werde mal kurz unterbrechen. So, weiter geht's. Dieses Buch war der Initiator. Sozusagen die Grundlage für diesen Tabak, wenn ich das so richtig gelesen habe. Also im Originalen heißt das Haus der vergessenen Bücher Haunted Bookshop. Das ist der Roman. Auf diesem Roman basiert der Tabak. Das Buch habe ich noch nicht ganz durch. Ist eine ganz interessante Geschichte. Wird es nicht so spannend, ist schon etwas älter. Dementsprechend natürlich in einem ruhigeren Schreibstil, sage ich jetzt mal. Ja, hier unten liest man schon, also dann weiß man, in welche Richtung das geht. Geistige Unterernährung ist ein ernstes Leiden. Wir haben die richtige Medizin für Sie. Roger Mifflin, Buchhändler. Das ist der Buchhändler, um den es hier in diesem Buch geht. Unter anderem einer der Hauptakteure. Passionierter Pfeifenraucher. Von daher schließt sich da wieder der Kreis. Ja, also, die sind auf alle Fälle mal eine Probe wert. Auf alle Fälle. Der Haunted Bookshop hat mir ein bisschen besser geschmeckt. Vielleicht habe ich auch den Old Joe Grants bis jetzt noch in der falschen Pfeife geraucht. Da muss ich auch mal sehen. Vielleicht werde ich da mal ein bisschen kleineren Kopf probieren. Also ich glaube, so ein richtig großer Kopf, also ich rede jetzt nicht unbedingt von Giants, aber ein richtig großer Kopf, da hat man bei den Zweien echt was zu tun. Also das ist schon heftig. Ja, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Aber so in einem mittleren Kopf oder vielleicht auch mal in einem kleineren Kopf sind die wirklich bombastisch. Ich hatte die mal gemischt mit dem Prinz Albert. Den werde ich auch noch mal irgendwann in die Kamera halten. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Der Prinz Albert an sich ist auch Burley-based, also eine Burley-Mischung. Der ist aber sehr mild. Das ist so der typische Drugstore-Tobacco. Also das ist das, was bei denen halt wir. Ja. Ralf, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich hätte jetzt fast gesagt Tankstellentabak. Und das, was dem Prinz Albert fehlt, ist das, was der Haunted Bookshop und der Old Joe Grants schon fast zu viel haben. Das heißt, wenn man das mischt, hat man da eine richtig, richtig geniale Mischung. Da hat man so den Mittelweg. Fand ich sehr lecker. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Wie gesagt, den Prinz Albert werde ich dann später nochmal zeigen, denke ich. Das lohnt sich auf alle Fälle. Ja, und dabei würde ich es dann schon fast belassen. Also ihr seht schon, so viele sind das nicht. Ich habe jetzt hier 6 Stück von den Cornell and Deals. Oder vom Cornell and Deal. Von Cornell and Deal. Ja. Nochmal Zusammenfassung. Autumn Evening. Guter, durchschnittlicher Aromat. Muss man jetzt nicht unbedingt mal geraucht haben. Pirate Cake. Sehr lecker. Fand ich richtig gut. Eine richtig schöne Latakia-Mischung. Ich glaube, der soll 70% haben. Hat das Ralf mal gesagt? Hat er 70%? Ich denke. Die zwei sind mir noch nicht oft genug untergekommen. Habe ich bis jetzt noch nicht so großartig den Unterschied merken können. Heißt nicht, dass sie schlecht sind. Ich habe sie, wie gesagt, noch nicht genug probiert, um ein Urteil zu erlauben.
Die beiden, auf alle Fälle eine Empfehlung. Ich würde sagen, eingeschränkt. Nee, vorsichtig. Auch nicht. Man muss Burley mögen. Man muss Burley mögen. Wenn ihr einmal dahinter gekommen seid, hinter die Genialität von diesen zwei Tabaken, wollt ihr wahrscheinlich nicht mehr drauf verzichten. Also im Moment, wie gesagt, ist der Old Joe Cranes bei mir auf Nummer 2 und der Haunted Bookshop auf Nummer 1. Ich würde, wenn das dann wirklich mal zur Neige geht hier, ich weiß nicht, wie viel das jetzt noch sind, nur mal so 3 Unzen, das waren knapp 4, glaube ich, würde ich hier vielleicht sogar noch mal was nachbestellen. Ja, und bei dem müssen wir uns natürlich noch etwas gedulden. Den Gaslight werde ich irgendwann auch mal öffnen und mal probieren. Ich habe hier noch den Balkan Blue stehen von McClelland. Da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich jetzt so ziemlich mit die beste Latakia-Mischung, die ich probiert habe. Neben den Northwoods, den ich gezeigt habe, das ist wirklich, also auch der Balkan Blue ist da wirklich genial. Wirklich, kann ich nichts anderes sagen. Sowas Leichtes und trotzdem Aromareiches. Eine ganz andere Hausnummer als der Northwoods, mit Sicherheit. Der Northwoods ist für mich immer noch das Alleinstehende irgendwie. Weil ich immer so das Gefühl habe, dass viele Latakia ähnlich schmecken. Nicht unbedingt gleich, aber ähnlich. Ja. Aber das hier, ganz anderer Schnack, ganz andere Ecke. Ruhig mal probieren, mal mutig sein. Four Noggins ist, glaube ich, was den Versand angeht, naja. Ich glaube, dann ist man auch mal schnell mit 20, $30 dabei. Aber einfach um es mal zu probieren, ist das schon in Ordnung. Und im Endeffekt, wenn ihr wirklich das Glück habt, und der Zoll winkt es durch, seid ihr ungefähr vom Preis her auf deutschem Niveau. Und dafür habt ihr aber mal was Außergewöhnliches. Also inklusive des Versands, wenn ihr das jetzt runterrechnen würdet auf 100 Gramm oder 50 Gramm, seid ihr ungefähr auf deutschem Niveau. Schaut es euch einfach mal an, fournoggins.com. Ah, jetzt wurde ich kurz unterbrochen. Entschuldigung. Ja. Mehr würde ich dazu gar nicht gesagt haben. Ich denke mal, das reicht auch für dieses Mal. Die nächste Runde wird wahrscheinlich dann eine McLennan-Runde. Ja, und bis dahin sage ich, lasst euch eure Pfeifen schmecken, genießt das Leben, das ist eh kurz genug. Ärgert euch nicht über andere Sachen, die es nicht wert sind, dass man überhaupt ein zweites Mal drüber nachdenkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, eventuell bis zum nächsten Mal und ciao.